Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 69, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Sicherheitsprogramm Kompass sorgt landesweit für ein Plus an Sicherheit, Drucksache 19/6414. Als Erstes hat das Wort Kollege Bauer für die CDU-Fraktion. Ich bitte um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jetzt. Sehr richtig. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Die Zahlen für 2017, belegen dies auch wieder ganz aktuell. Nur zwei andere Bundesländer haben eine niedrigere Kriminalitätsbelastung. Die Aufklärungsquote ist in Hessen mit 62,8% so gut wie noch nie in den 40 Jahren, in denen diese Statistik erhoben worden ist. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sinkt deutlich, die Straßenkriminalität geht spürbar zurück. Das alles haben wir unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu verdanken, die weit mehr als nur einen guten Job machen, meine Damen und Herren. Die Bürgerinnen und Bürger haben dies aber auch einer Landesregierung und eines CDU-Innenministers zu verdanken, der der Polizei stets den Rücken stärkt und die auch die Voraussetzungen schafft für eine erfolgreiche Polizeiarbeit. In den letzten 20 Jahren, seit die CDU die Regierungsverantwortung in Hessen trägt, haben wir die Haushaltsmittel der Polizei mehr als verdoppelt. Nie hatten wir mehr Polizei auf Hessens Straßen, und die kontinuierliche personelle Aufstockung wird dazu führen, dass 2022, wenn die Ausbildung der heutigen Polizeianwärter beendet ist, 15.260 Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit in Hessen sorgen werden. Meine Damen und Herren, das sind gute Nachrichten für die Sicherheit in Hessen. Ich würde mich freuen, meine Damen und Herren, wenn möglichst viele von Ihnen das auch zum Ausdruck bringen, wenn am 27. Mai in Korbach auf dem Hessentag 1.130 Polizeikommissarsanwärter vereidigt werden. Das ist eine stolze Zahl, eine Rekordzahl für mehr Menschen in Fleisch und Blut, die auf Hessens Straßen für Sicherheit sorgen werden. Das ist ein Beleg unserer Sicherheitspolitik in Hessen, die Sie sich dort auf dem Hessentag anschauen können. Kommen Sie vorbei und schätzen Sie die Polizei wert durch Ihre Anwesenheit. Meine Damen und Herren, Wohnungseinbrüche führen bei Opfern neben den materiellen Schäden auch oft zu einer hohen emotionalen Erschütterung. Und deshalb gehen wir mit allen modernsten Mitteln gegen Wohnungseinbrecher vor. Innovation made in Hessen ist z.B. die Software KLB Operativ, ein Kriminalitätslagebild, eine computergestützte Prognose für Wohnungseinbrüche. Kriminalistische Erfahrungen zeigen, dass Wohnungseinbrecher häufig Wiederholungs- oder Serientäter sind. Und die KLB-Software hilft eben, Tatzusammenhänge zu systematisieren. Und auf dieser Grundlage werden Einsatzplanungen und ein Bekämpfungskonzept für die nächsten 24 Stunden erstellt, sodass der Polizeieinsatz gegen Wohnungseinbrecher dort besonders intensiviert wird, wo mit weiteren Taten zu rechnen ist. Diese Prognosesoftware wird mittlerweile flächendeckend eingesetzt, und sie ist ein wichtiger Baustein der hessischen Sicherheitsarchitektur. Und er belegt, wir machen auch mit dieser Maßnahme Hessen verlässlich sicherer, meine Damen und Herren. Dazu kommen weitere Maßnahmen wie Länderkooperationen, mobile Kontrolltage, Präventionsmaßnahmen, modernste Technik, um oftmals reisenden Tätern den Kampf anzusagen. Und das alles zeigt Wirkung, meine Damen und Herren. Die Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität sind im letzten Jahr mit insgesamt 10.405 Fällen um über 10% rückläufig geworden. Das ist der tiefste Stand seit 2010. Und auch die Versuchsquote, in denen Einbrüche im Versuchsstadium hängen geblieben sind, ist mit 46,5% auf einem Höchststand. Das zeigt, dass Prävention und Eigenschutz hilft. Und das belegt auch dafür, dass wir hier Weiterentwicklungen und Anpassungen vornehmen müssen, um das zu stärken, und dass im Langzeitvergleich die tatsächlich vollendeten Wohnungseinbrüche in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert werden konnten. Das ist erfolgreiche Polizeiarbeit, die unsere Sicherheitsarchitektur in Hessen auch belegt. Und diesen Weg wollen wir weitergehen mit einem weiteren Projekt. Jetzt komme ich zu dem Thema und zu Setzpunkt. Das ist der Baustein der vernetzten Sicherheit, die kommunale Sicherheitsinitiative Kompass, ein Kommunalprogramm Sicherheitssiegel, das sich an alle hessischen Städte und Gemeinden richtet. Das Ziel ist es, in jeder Kommune die Zusammenarbeit der Polizei mit den lokalen
Mandatsträgern, mit den lokalen Akteuren, mit den lokalen Verantwortlichen in einem Maßnahmenbündel zu stärken und die Sicherheit hier weiterzuentwickeln. Um die Sicherheit vor Ort zu verbessern, holt man sich natürlicherweise diejenigen mit ins Boot, die sich vor Ort auch auskennen, die wissen, wo der Schuh drückt und vor welchen Herausforderungen die Kommune ganz konkret auch steht. Wir wollen ganz gezielt die Probleme vor Ort angehen und gezielt die Probleme vor Ort bekämpfen. Und zusammen mit Vertretern der Landespolizei werden wir dann vor Ort passgenaue Lösungen erarbeiten. Das kann im Einzelfall ein Mehr an Videoüberwachung sein. Das können auch städtebauliche Maßnahmen sein. Das kann die Ausweitung der Sozialarbeit sein. Das kann auch ein Schutzmann vor Ort sein, wie wir das auch erfolgreich schon seit vielen Jahren praktizieren und im Übrigen auch ausweiten werden. Bereits 100 sind hessenweit unterwegs, und wir haben im Haushalt dafür gesorgt, dass weitere 30 neue Stellen aufgestockt werden. Das ist ein Baustein für mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren. Und es ist auch möglich, dass man sich vor Ort entscheidet, wie das viele Gemeinden auch tun, knapp 100 Kommunen machen das, den freiwilligen Polizeidienst zu stärken, einzuführen oder auszuweiten. Das Programm Kompass hat gezeigt in einer Testphase in 4 Kommunen, in Hanau, Bad Homburg und im Maintal und Schwalbach am Taunus, dass man hier auf guten Erfahrungen aufbauen kann, dass man hier vor Ort Dinge realisiert hat und auf den Weg gebracht hat, die Maßstab sein können für weitere Kommunen in ganz Hessen. Und dafür schafft das Land 14 zusätzliche Stellen im Polizeipräsidium und 2 zusätzliche Stellen in der neu eingerichteten Kompass-Geschäftsstelle im LKA. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle selbst, Sicherheit ist Lebensqualität. Aber Sicherheit kann nicht allein von den Sicherheitsbehörden gewährleistet werden. Jeder Einzelne und jede Einzelne, auch die gesamte Gesellschaft, können ihren Teil dazu beitragen, dass wir uns ohne Angst im öffentlichen Raum bewegen können. Und ein wichtiger Akteur ist hier z. B. auch die Stiftung Deutsches Forum Kriminalprävention. Sie hat in Kooperation mit der polizeilichen Kriminalprävention der Länder Konzepte entwickelt zum Einbruchsschutz, wo Menschen, Bürger ihr Eigentum sichern können, denn Eigentum verpflichtet auch. Und da gibt es Förderprodukte, die unterstützt werden, z.B. der Einbau von einbruchhemmenden Haus- und Wohnungseingangstüren, das Nachrüsten von einbruchshemmenden Fenstern, Balkon- und Terrassentüren. Es wird gefördert, einbruchshemmende Gitter- oder Rollläden anzubringen, einbruchshemmende Telefon- oder Überfallmeldeanlagen, Türspione. All das wird gefördert, und es wird auch nachgefragt. Wir wollen die Menschen auffordern, hier mehr in Prävention zu investieren, um ihr Eigentum zu sichern. Auch das ist ein Baustein unserer Sicherheitsarchitektur in Hessen. Da können wir auf gute Erfolge aufbauen, meine Damen und Herren. Wir hier in Hessen, wir intensivieren die Prävention und Aufklärungsarbeit. Wir wollen die Betroffenen zu Beteiligten machen, und wir wollen passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort entwickeln. Und es ist deshalb von grundlegender Bedeutung, dass alle Partner, die Aufgaben im Bereich der Sicherheit wahrnehmen, an einem Tisch zusammenkommen. Das ist nicht nur die Polizei, das sind auch Ordnungsämter, Dienstleister, Unternehmen, Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe, die Feuerwehr, ÖPNV, Kirchen, Industrie und vieles mehr, Schulen, Vereine. Sie alle bringen ihre Einschätzung zur Situation mit. Sie bringen ihr Fachwissen ein, ihr Know-how. Und deshalb ist Kompass ein wichtiger Akteur, ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit in Hessen, den wir jetzt ausweiten wollen. Er ist ein weiterer Erfolgsgarant, den wir hier in Hessen auf den Weg bringen wollen. Und die Kommunen, meine Damen und Herren, die Kommunen, die daran teilnehmen und zentrale Maßnahmen aus dem polizeilichen Präventionsportfolio auch umsetzen, die bekommen ein Kompass-Sicherheitssiegel des Landes Hessen verliehen. Und über die Zertifizierung entscheidet entsprechend ein Beirat. Ich denke, man kann hier auf dem Bereich eine Menge mehr leisten. Denn Sicherheit ist, ich habe es eingangs erwähnt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und es ist wirksamer Eigenschutz sicherlich vonnöten. Genauso ein abgestimmtes Agieren zwischen Polizei und Kommunen. Und nur so, wenn alle Hand in Hand arbeiten, wenn wir vernetzte Sicherheit auch aktiv gestalten, können wir mehr für öffentliche Sicherheit im öffentlichen Raum tun. Und das umfasst nicht nur die gezielte Information und Abstimmung, um Gefahren und Risiken besser zu erkennen und frühzeitig mit Präventionsmaßnahmen zu entgegnen. Es umfasst auch die jetzt hier besprochene Sicherheitspartnerschaft mit Kompass. Und ich bin mir sehr sicher, meine Damen und Herren, wir werden mit unseren Bemühungen nicht nachlassen, dass Hessen eines der sichersten Bundesländer bleibt. Und Kompass wird seinen Beitrag dazu leisten, dass Hessen ein Stück sicherer wird. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Kollege Schaus, Sie können gleich da bleiben. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE.
haben alle gepokert, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Machen wir uns nichts vor. Der von der CDU hier zum Setzpunkt erhobene Antrag ist Wahlkampf. Das alleine muss man nicht kritisieren, aber anmerken sollte man es schon. Kritisieren muss man aber, wie substanzlos Ihr Antrag ist, mit dem Sie hier Wahlkampf machen wollen. Sie blasen mit dem Kompassprogramm ein Thema auf, das Ihnen nicht einmal wichtig genug war, im Innenausschuss in die Diskussion zu kommen. Stattdessen führen Sie lieber Pressekonferenzen durch und befassen hier das Plenum. Ich sage Ihnen, Öffentlichkeitsarbeit ersetzt aber keine Sicherheitspolitik. Der vorgelegte Antrag enthält nichts als die Textbausteine vorangegangener CDU-Anträge zur Sicherheitspolitik. Die Welt ändert sich aber nicht, indem Sie immer wieder dieselben Phrasen beschließen, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün. Gegen das Kompassprogramm an sich kann man wenig sagen. Aber man findet darin auch nichts Neues. Es ist nicht neu, dass die Polizei in den Kommunen eingesetzt ist. Wo denn sonst? Sie schreiben in Ziffer 4 Ihres Antrags, ich bitte Sie gut zuzuhören, ein wichtiger Kern des Programms ist der Kompassberater, ein Polizist, der in ständigem Dialog mit den verschiedenen Partnern vor Ort die Situation analysiert, Vorschläge erarbeitet und die Abläufe begleitet. Was sagt uns dieser Text? Wir wissen jetzt, dass ein männlicher Polizist, weil Frauen kommen nach dieser Formulierung ja gar nicht vor, einen neuen Namen, nämlich Kompassberater, erhalten hat und er im ständigen Austausch mit den kommunalen Behörden und weiteren Personen an der Verbesserung der Sicherheitslage arbeitet. Echt etwas Neues, ja. Aber was ist daran neu? Nichts. Alles ganz normale alltägliche Polizeiarbeit, meine Damen und Herren. Ganz normale alltägliche Polizeiarbeit. Wir erfahren auch, dass Sie mit den Ordnungsbehörden vor Ort die Sicherheitslage verbessern. Ja, was und mit wem denn sonst? Wenn es neu wäre, so wie Sie es auf den Pressekonferenzen des Innenministers dargestellt wurde, dann müsste man sich ja fragen, was hat denn die hessische Polizei bisher gemacht, bitte schön? Hat die vorher nicht mit und in den Kommunen an der Sicherheitslage gearbeitet? Meine Damen und Herren von der Koalition, das ist doch alles ganz banal. Wir haben es hier immer wieder kritisiert. Sie sind endlich vor 2 Jahren umgeschwenkt und stellen jetzt endlich bedarfsgerecht Polizeianwärterinnen und Anwärter an. Aber die Lücken durch den Personalabbau unter den CDU-geführten Innenministerien in den vergangenen 2 Jahrzehnten, auch in der Polizei, sind noch lange nicht ausgeglichen. Sie haben jahrelang den gesamten öffentlichen Dienst geschröpft und damit auch die Polizei, Gehaltseinbußen, längste Arbeitszeiten Deutschlands, immer noch 2,7 Millionen Überstunden, trotz Auszahlungsprogrammen, überdurchschnittliche Krankenstände und ein autoritärer Führungsstil kennzeichneten die hessische Polizei. Nein, so kann und darf man mit Landespersonal nicht umgehen, meine Damen und Herren. Deswegen statten Sie den gesamten öffentlichen Dienst besser aus, zahlen Sie vernünftige Gehälter, vermeiden Sie Überbelastungen, und dann haben Sie den richtigen Beitrag auch für eine gute Polizei und die Sicherheit in Hessen geleistet. So etwas gelingt eben nicht durch noch so viele banale Anträge und Pressekonferenzen. Sie verbessern Polizeiarbeit und die Kriminalitätsbekämpfung eben nicht durch neu erfundene Sicherheitssiegel. Was soll denn durch ein Siegel sicherer werden in der Kommune, bitte schön? Logos oder die Aufzählung von alltäglicher Zusammenarbeit sind doch keine Sicherheitsverbesserung, meine Damen und Herren. Ja, Sie schaffen werbewirksam 14 zusätzliche Stellen und stellen weitere 30 wörtlich Schutzmänner. Da sind Sie wieder, die Männer. Frauen kommen ja in Ihrem Antrag nicht vor, ein.
Mit der Geschäftsstelle beim Landeskriminalamt sind das also zusammen 45 zusätzliche Stellen für ganz Hessen. Das macht bei ca. 14.000 Polizeibeamtinnen und Beamten also ein Plus von sage und schreibe 0,32%. Herr Minister, glauben Sie wirklich, dass diese Art der Öffentlichkeitsarbeit das Land Hessen wirklich weiterbringt? Wir haben uns als LINKE die Diskussion zum Kompassprogramm durchaus angeschaut. Wie gesagt, es spricht ja erst einmal nichts dagegen, die Bedeutung der Zusammenarbeit und Prävention vor Ort zu betonen, ist ja nicht falsch. Aber seien Sie bitte ehrlich, es geht mehr darum, gegen die sogenannte gefühlte Bedrohung vorzugehen, als gegen reale Probleme. Reale Straftaten, Kriminalitätsschwerpunkte oder Milieus, gegen die ist und muss die Polizei seit jeher vorgehen. Was denn sonst? Und natürlich trifft man dafür Ordnungsbehörden und weitere Akteure vor Ort, und die sprechen und entwickeln Programme, wie das zu verbessern ist. Und man macht regelmäßig Lagebilder. Auch das gehört zur alltäglichen Polizeiarbeit. Und auch das ist nicht neu. Das Kompassprogramm tritt eine Debatte breit, die sagt, auch wenn wir in Hessen und Deutschland sicher leben und wie kaum irgendwo sicherer als wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Es geht um die gefühlte Bedrohung, weil Menschen aus irgendwelchen Gründen sagen, so schlimm war das ja noch nie, man traut sich ja kaum noch vor die Tür. Und genau das wollen Sie als Koalition jetzt vor den Landtagswahlen für sich und Ihre eigenen Interessen ausschlachten. Um nichts anderes geht es hier. Aber ständig Sicherheitsgesetze zu verschärfen, die bürgerrechtsfeindlichen Gesetze zu verabschieden, ist auf Dauer eben wenig hilfreich, wie auch neue Logos und Zertifikate für die Polizeiarbeit auszudenken und das Land mit Videokameras zu übersehen. Sorgen Sie also für ein besseres personelles Fundament und ersparen Sie uns bitte weitere Schaufensteranträge dieser Couleur. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dieser Form der Debatte über innere Sicherheit und über die Probleme, die die Menschen ja beschäftigen, ob wir uns da einen Gefallen tun, Herr Kollege Schaus. Dieses ritualisierte Vorbeten der Texte der letzten 5 Jahre, die Sie hier jedes Mal in jeder Rede zur Sicherheitspolitik machen, ohne einen einzigen Ansatz zu haben, wie Sie es denn besser machen würden, das ist schon einigermaßen erbärmlich. Das muss ich wirklich hier einmal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann ja in der Sicherheitsdebatte unterschiedliche Auffassungen haben. Gut wäre, wenn Sie Ihre Auffassung einmal darlegen würden, was Sie denn machen würden, wie Sie es denn anders machen würden, was Sie genau anders machen würden. Das Einzige, was Sie hier... Ich weiß nicht, ob wir für den Blutdruck vom Kollegen Schaus irgendetwas parat haben, aber es wird ja hier auch unterschiedliche Hilfe angeboten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob die Antwort, die der Kollege Schaus immer gibt, ob das die richtigen Antworten auf Probleme sind, die die Menschen im Lande doch wirklich umtreiben. Also, wenn wir Dinge beschließen, wo mehr ist, dann sagt Herr Schaus, wir brauchen davon noch mehr. Wenn wir noch mehr machen, sagt Herr Schaus, noch mehr. Und wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann sagt er, noch mehr Geld. Das ist aber kein Konzept, Herr Schaus. Das ist kein Konzept, einfach immer nur zu sagen, wir legen noch etwas drauf von dem, was Schwarz-Grün macht. Also, da müssten Sie schon noch einmal in sich gehen und müssten noch einmal über Innenpolitik insgesamt nachdenken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sicherheitspolitik ist ein wichtiges Thema, und wir sollten uns in diesem Landtag bei allen unterschiedlichen Ansätzen und bei auch unterschiedlichen Diskussionen, die hier geführt werden, eines Problems durchaus bewusst sein. Es gibt in der Bevölkerung eine Verunsicherung. Es gibt in der Bevölkerung Diskussionen, die mit den tatsächlichen Zahlen, die wir in den Kriminalstatistiken hinterlegt haben,
wenig zu tun haben. Es gibt ein Auseinanderdriften von objektiver Sicherheit mit den subjektiven Sicherheitsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern. Und dieses Problem aufzugreifen und sich darum zu kümmern und dafür die richtigen Ansprechpersonen zu finden, das ist das Konzept, das wir bei Kompass verfolgen, nämlich andere Partner mit ins Boot zu nehmen, mit Kommunen zusammen, mit anderen Partnern in den Kommunen, mit Zivilgesellschaft den Versuch zu unternehmen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man an diesem Problem der Wahrnehmung des subjektiven Sicherheitsgefühls für die Menschen in den Städten und Gemeinden sich beschäftigt. Das tun wir damit, und deswegen ist es ein guter Ansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für komplexe Probleme braucht man eben abgestufte, durchdachte Konzepte, Zusammenspiel verschiedener Institutionen, kommunaler Entscheidungsträger, Partner aus der Zivilgesellschaft, Polizei, Präventionsprogramme, Hilfe und Unterstützung, Gestaltung öffentlicher Räume, Beleuchtung, Gestaltung, Sauberkeit, technische Hilfsmittel. Das sind sozusagen die Stellschrauben, an denen man drehen muss und wo man mit denen, die vor Ort Verantwortung tragen, ins Gespräch kommen muss. Und da gibt es, Herr Kollege Schaus, wenn Sie einfach einmal zuhören würden, das ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Und wenn Sie dann vielleicht noch drei Ideen von dem, was ich hier sage, aufnehmen, dann können Sie sich noch einmal melden, wenn der Minister geredet hat. Aber vielleicht können wir einfach einmal einen Diskurs führen, wie es unter zivilisierten Leuten üblich ist. Was daran neu ist, ist, dass man die verschiedenen Ebenen zusammenführt, dass man nämlich innere Sicherheit nicht nur aus dem Blickwinkel von Repression, von Polizei denkt, sondern auch die Prävention mitdenkt und dass man schon bei der Gestaltung von Räumen, von öffentlichen Plätzen daran denkt, was für Auswirkungen hat diese Gestaltung unter Umständen auf die Wahrnehmung von Menschen. Einfaches Beispiel. Die Unterführung, die dunkel ist, führt dazu, dass gewisse Personengruppen Angst haben, durch diese Unterführung zu gehen. Plätze, die nicht gut beleuchtet sind, die führen dazu, dass gewisse Personengruppen sagen, da gehe ich nicht gerne hin. Das sind sogenannte Angsträume. Und sich mit den Kommunen gemeinsam darüber Gedanken zu machen, Polizei, Kommunen und Zivilgesellschaft, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich an diesen Stellschrauben drehe und wie ich da etwas ändere, das ist Zielsetzung dieses Programms. Und deswegen ist dieses Programm wirklich gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hessen ist in den vergangenen Jahren im Bereich der inneren Sicherheit viel unternommen worden. Das Stichwort Personal wird hier immer wieder wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Für die, die es nicht wissen, bis 2022 werden in Hessen 1.520 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Dienst gestellt. Es ist ein Plus von 11%, was wir uns vorgenommen haben. Es ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Wenn das so eintritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind das die meisten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen, die es jemals gegeben hat. Da kann man doch auch als Opposition einmal sagen, ja, das ist die richtige Richtung, die Richtung stimmt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir jedenfalls freuen uns darüber und glauben, dass es eine gute Entscheidung war, in diesen Bereich zu investieren. So viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hat es noch nie gegeben. Wir bilden gerade den stärksten Polizeijahrgang aus, den es jemals gegeben hat. Am Sonntag beim Hessentag in Korbach, eingeladen sind Sie ja alle, werden 1.130 neue Anwärterinnen und Anwärter in Dienst gestellt. Die leisten dort ihren Diensteid ab. Das ist doch ein gutes Zeichen, auch für die Menschen in unserem Land zu sagen, da zeigen wir, dass wir auf Entwicklungen reagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das eine starke Leistung dieser Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Wir jedenfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen damit nicht sauertöpfisch um. Wir freuen uns, dass wir diese Entscheidung gefällt haben und dass wir sie auch haushalterisch hinterlegt haben. Das sind gute Entscheidungen für die Sicherheit in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Ausstattung der Polizei verbessert in den letzten Jahren. Die Polizei in Hessen hat immer einen hohen Standard bei der Ausstattung gehabt. Wir haben aber bei der Modernisierung noch einmal draufgelegt. An vielen Dienststellen wird gebaut. Gehen Sie einfach einmal offenen Auges durch unser Land. Präsidien, Direktionen, Stationen werden saniert, modernisiert
Gute Ausstattung und gute räumliche Unterbringung ist wichtig für das Arbeitsklima bei der hessischen Polizei. Technische Ausstattung, Schutzausstattung ist von dieser Landesregierung auf einem Stand, wie es noch nie war. Da können Sie sich doch auch einfach mal drüber freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hessen ist ein sicheres Land. In Hessen ist das Bundesland auf Platz 3 bei den Straftaten, die aufgezeichnet werden, also Straftaten pro 100.000 Einwohner. Niedrigsten Zahlen in der PKS seit 30 Jahren in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik werden vorgelegt. Die Kriminalitätsbelastung sinkt. Die Aufklärungsquote von Verbrechen steigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Hessen eine Aufklärungsquote bei Verbrechen, die liegt bei 62,8%. Im Bundesdurchschnitt sind es 57,1. Also 57,1 zu 62,8. Irgendwas müssen wir in Hessen besser machen als das, was der Bundesdurchschnitt ist. Das müssen Sie doch vielleicht einmal anerkennen. Gleichwohl, und ich habe das vorhin angesprochen, gibt es ein Auseinanderdriften beim objektiven und subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, der Menschen. Das Thema muss uns alle umtreiben. Ich appelliere deswegen auch noch einmal an alle Beteiligten, vorhandene Probleme zu benennen. Das ist wichtig, dass wir das tun. Ja, aber eine Debatte zu führen, die nach dem Motto geführt wird, alles ist schlecht, alles ist nicht gut, schadet allen und nutzt nur denen, die populistisch unterwegs sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Art der Debatte zahlt nur bei denen ein, die wir möglichst im Hessischen Landtag, im nächsten Hessischen Landtag nicht vertreten haben wollen. Bei Rassisten und Rechtsextremen, da sollten wir uns in den Debatten, wie wir sie führen, immer bewusst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Streiten wir über die besseren Konzepte, die besseren Ideen. Aber mehr Geld oder noch viel mehr Geld ist eben kein Konzept. Niemand der sollte diese Problematik unterschätzen. Wir müssen die Polizei mit guten Mitteln ausstatten. Das kostet auch Geld. Aber neben dem Geld gehört eben auch eine vernünftige Konzeption dazu. Das subjektive Sicherheitsgefühl habe ich angesprochen. Und ich glaube, dass wir mit einer guten Mischung aus Ausstattung, aus Bereitstellung von Mitteln, aus konzeptioneller Hinterlegung, gerade auch das, was wir hier gerade diskutieren, das Konzept Kompass, dass es ein guter Weg ist, diese Sachen zueinander zu bringen. Und ich glaube, dass wir damit einen guten Start geliefert haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Debatte. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es war ja eine sehr engagierte Rede, Herr Frömmrich. Wir kommen dann gleich einmal zum Inhalt des Programms. Darüber haben Sie nämlich alle wenig bislang geredet. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass da nicht viel Neues drin ist, meine Damen und Herren. Wir sprechen über das Kommunalprogramm Sicherheitssiegel. Was steckt denn dahinter? Ich habe mir den Leitfaden des Ministeriums einmal angeschaut. Ich zitiere, die Herausforderungen der inneren Sicherheit lassen sich auf Dauer nur durch gemeinsames Handeln der Sicherheitsbehörden und aller politischen Verantwortungsträger bewältigen. Nur wenn alle Beteiligten, das Land und die Kommunen, eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, Kompetenzen bündeln, werden wir dieser Verantwortung gerecht. So weit, so gut. Das ist übrigens auch das, was gesetzlich normiert ist in § 1 HSOG, unserem Sicherheitsgesetz, was eben sieht, dass die Gefahrenabwehrbehörden und die Polizeibehörden eng zusammenarbeiten sollen. Aber was ist jetzt das Neue an der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den Polizeibehörden? Was ist das Neue? Und dazu haben weder der Kollege Bauer noch der Kollege Frömmrich irgendetwas hier gesagt. Wir kennen sehr viele gute Beispiele, wo 423 Kommunen vorbildlich mit den örtlichen Polizeistationen, Direktionen oder in den Großstädten mit den Revieren zusammenarbeiten. Und dafür, meine Damen und Herren, möchten wir uns heute einmal bei all diesen Dienststellen vor Ort und den Kommunen herzlich bedanken.
Es ist doch so, kein größeres Straßenfest oder Ereignis vor Ort wird nicht gemeinschaftlich mit den örtlichen Polizeibehörden, gemeinschaftlich mit den Kommunen und allen anderen Beteiligten abgestimmt, ohne ein Programm wie Kompass, meine Damen und Herren. Ich möchte einige Beispiele hervorheben. In Griesheim gab es vor Jahren Probleme mit strafrechtlich auffällig gewordenen Jugendlichen. Und die Kommune hat dann in Absprache mit den Polizei, mit der örtlichen Polizeistation eine eigene Stelle aus dem Sozialamt in Kooperation mit dem Schutzbeamten vor Ort, Schutzmann vor Ort, im Gebäude der Polizeistation zusammen installiert zur Verfügung gestellt. Eine wirklich vorbildliche Arbeit in der Kombination zwischen kommunaler Sozialarbeit, in der Präventionsarbeit mit der Polizeidienststelle. Dafür hat es aber kein Programm wie Kompass gebraucht und auch nicht den hessischen Innenminister, meine Damen und Herren. In Ortenberg in Oberhessen findet Jahr für Jahr der kalte Markt statt. Ich weiß nicht, ob der Innenminister schon einmal da war. 5 Tage lang findet das statt. In einer Stadt mit 9.000 Einwohnern wird vorbildlich wirklich das größte Volksfest Oberhessens geregelt, indem die Kommune vorbildlich mit den Polizeibehörden, mit der Feuerwehr, mit allen Ausstellern, mit der örtlichen Wirtschaft gemeinsam arbeiten und es verkraften, dass über 5 Tage mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher in die oberhessische Kommune reisen. Das ist vorbildliche Arbeit ohne Kompass und ohne den Innenminister, meine Damen und Herren. Ich war am Samstag mit der Kollegin Dr. Sommer in Willingen unterwegs, bei der Polizeistation Korbach, die so nett waren, uns Willingen am Wochenende einmal zu zeigen, was dort los ist. Dort funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Kommune Willingen, den örtlichen Polizeibehörden, den Gastwirtschaften ausgezeichnet um, und ich zitiere das Wort, was dort benutzt wird, den getränkeorientierten Lifestyle-Tourismus dort gut in den Griff zu kriegen. Das Wort muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Insofern ist es eine tolle Geschichte, dass dort vor Ort die Polizei in vorbildlicher Art und Weise mit der Kommune zusammenarbeitet und mit der Gastwirtschaft. Dafür brauchte es keinen Kompass, und es brauchte keinen Innenminister, damit diese Zusammenarbeit so hervorragend funktioniert, meine Damen und Herren. Und Frau Kollegin Ravensburg, das ist ein wunderbarer Zwischenruf, den Sie da machen. Und der Schutzmann vor Ort, genau. Und der Schutzmann vor Ort in der Polizeistation Korbach, das wissen Sie dann sicherlich auch, ist keiner, der extra für Willingen abgestellt ist, sondern einer, der das in seinem normalen Regeldienst auch noch mitbearbeiten muss. Das hat Ihre Landesregierung gemacht. Früher gab es Schutzmänner vor Ort, die dafür Zeit hatten. Aber herzlichen Dank für den Hinweis. Das ist nämlich ein sehr richtiger. Es soll laut des Programms eine noch engere Verzahnung der Zusammenarbeit geben. Also erkennt das Ministerium ja offensichtlich die gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Polizeidienststellen an. Deswegen frage ich, was ist das Neue, Herr Boddenberg, außer dass es Pressekonferenzen mit dem Innenminister gibt? Und ich will Ihnen sagen, das, was Sie aufgreifen, Herr Kollege Frömmrich, mit der subjektiven Sicherheit der Bevölkerung, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Den habe ich hier schon häufiger angesprochen. Immer wenn ich den angesprochen habe, haben Sie das weggewischt und gesagt, darüber brauche man hier gar nicht zu reden. Natürlich gibt es ein subjektives Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. Und ich sage Ihnen auch, was das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigern würde, wenn Sie nämlich mehr Personal vor Ort hätten. Was ist denn Ihre Initiative zur Stärkung der Polizeipräsenz vor Ort und in der Fläche? Das sind doch die entscheidenden Fragen. Die ersten zusätzlichen Beamten sind, der Kollege Frömmrich hat es gesagt, erst 2020 fertig ausgebildet. Und das reicht aber nicht aus. Wir brauchen jetzt schon ein echtes Konzept zur Stärkung des Einzeldienstes. Es ist nämlich spannend an der heutigen Debatte. Sie bauen erst Personal ab, und damit meine ich die CDU in Hessen, nämlich 2004 bis 2006 sind zu wenig Polizeibeamte ausgebildet werden. Und jetzt lassen Sie sich für die Behebung Ihrer Fehler feiern, meine Damen und Herren. Was ist denn das für eine Sicherheitspolitik für ein Bundesland? Und Herr Kollege Klee, Sie und Ihre Vorgänger haben mit dem Stellenabbau bei der Polizei und der Konzentration insbesondere der Stellung auf den Leitungsebenen
den Schutzmann vor Ort in den Hintergrund gerückt. Jetzt taucht er im Kompass wieder sehr stark auf. Aber das ist doch das Grundproblem, mit dem Sie sich hier nicht auseinandersetzen. Und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir heute darüber reden können. Die Polizeibeamtinnen und Beamten arbeiten in Hessen am Limit. Sie sind insbesondere aber nicht nur im Schichtdienst so belastet, dass sie keine planbaren freien Zeiten mehr haben, was gleichermaßen für die Gesundheit sowie die Familien außerordentlich schlecht ist. Wir haben, das sieht man sehr gut an den Überstundenbergen von 2,7 Millionen und 3,2 Millionen Stunden beim sogenannten LAC-Lebensarbeitszeitkonto und den vielen Krankheitstagen. Meine Damen und Herren, lassen Sie das einmal auf der Zunge zergehen. Das sind 6,5 Millionen mehr Stunden. 6 Millionen mehr Stunden Arbeit der hessischen Polizei. Und Sie haben dafür überhaupt keine Antwort, wie Sie das personell ausgleichen wollen, meine Damen und Herren. Das ist doch eine Bankrotterklärung in der Sicherheitspolitik und nichts anderes. Und ich glaube, dass das wert gewesen wäre, in einem Setzpunkt zu reden. Aber ich will noch einmal auf Ihr Programm zurückkommen. Da steht nämlich jetzt drin, dass Kompassberater zukünftig zur Verfügung stellen. Das hat weder der Kollege Bauer noch der Kollege Frömmrich hier erklärt. Aber wo kommen die denn her, die Kompassberater in den Präsidien? Sollen jedem Präsidium einen Kompassberater geben? Sollen das die Beamtinnen und Beamten sein, die dort schon arbeiten? Wo kommen zusätzliche her? Ist es eine zusätzliche Aufgabe für die Beamtinnen und Beamten? Das, Herr Innenminister, können Sie ja gleich sicherlich beantworten. 2017, wo wir mal über die Frage Personal reden, wo Sie sich ja jetzt schon immer dafür rühmen, dass Sie endlich mehr eingestellt haben, was in der Tat richtig ist. 2017 ist noch kein zusätzlicher neuer Beamter angekommen. Im Gegenteil. Wir haben noch einen Soll von 69 Beamten in 2017, was wir aus einer Kleinen Anfrage der Beantwortung der Landesregierung wissen. Das heißt, es wird derzeit immer noch Personal abgebaut, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit in der Sicherheitspolitik in Hessen. Und wenn man sich die konkreten Maßnahmen Ihres Programms anguckt, dass die Kommunen zukünftig Bürgersprechstunden einrichten sollen, dass Präventionsräte eingerichtet werden, meine Damen und Herren, das wird doch längst gemacht. Hier wird etwas vorgestellt, das ist eine PR-Kampagne des hessischen Innenministers, das gibt es längst schon, es gibt sehr gute Beispiele. Ich will Ihnen eine Ihrer Modellkommunen mal als Beispiel nehmen, in Bad Homburg. Dort werden jetzt ehrenamtlich Seniorenberaterinnen und Berater unterwegs sein, um vor dem Enkeltrick zu warnen. Das ist eine gute und richtige Sache, Herr Innenminister. Da haben Sie unsere volle Unterstützung. Aber das ist ein Programm, das kommt aus der hessischen Polizei. Das ist ein Programm, das in Main-Taunus-Kreis von der Polizeidirektion dort entwickelt wurde. Und dieses Programm wollten die Kommunalpolitiker in Bad Homburg schon installieren, Herr Kollege Frömmrich. Und von der Polizei gab es da ein bisschen noch Zurückhaltung, weil man wusste, dass dieses Kompassprogramm kommt. Aha, ja, da wird etwas vermarktet, was eigentlich schon Ideen aus dem kommunalen Bereich sind. Die gibt es längst, die sind auch gut und richtig. Jetzt werden sie verkauft mit einem Kompassprogramm, mit Pressemitteilung des Innenministers. Also dazu einen Setzpunkt in der Woche zu machen, ist schon ein bisschen sehr gewagt, würde ich sagen. Meine Frau Kollegin Faeser, du weißt Bescheid. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Kümmern Sie sich endlich um gut ausgebildetes Personal vor Ort und bringen Sie echte Wertschätzung entgegen. Wir fordern Sie auf, unseren Vorschlägen zur Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit, der Polizeizulage, zur Mehreinstellung und zur echten Perspektive in der Beförderung zu übernehmen. Investieren Sie in die Verbesserung und in die Polizei und nicht in Sicherheitssiegel und Pressemitteilungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Es gibt eine Kurzintervention. Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe mich ein bisschen gewundert, Frau Kollegin Faeser, weil am Ende hat es ja doch ein bisschen so durchgeklungen wie, naja, ich darf das nicht ganz offen sagen, aber ein bisschen gelobt haben Sie uns doch schon. Also, das muss man doch schon mal erkennen. Und dann haben Sie so ein bisschen zumindest, weil das kann man ja nicht so ganz offen machen, sonst würde das ja sozusagen übergehen.
Sie haben ja gerade angeführt das Beispiel aus Bad Homburg. Fand ich sehr gut gewählt, Frau Kollegin Faeser. Die Stadtoberhaupter der vier Modellregionen Hanau, Maintal, Bad Homburg und, Achtung, Schwalbach am Taunus, die haben dieses Projekt gelobt. Jetzt muss man einmal überlegen, wer dort den Bürgermeister stellt in Schwalbach am Taunus. Das ist die Sozialdemokratie, die den erstellt. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wer sitzt da in der Stadtverordnetenversammlung? Die Kollegin Faeser steht in der Stadtverordnetenversammlung. Und die Frau Kollegin Faeser und auch noch andere, die in der SPD da sehr bekannt sind, die haben offensichtlich so einen starken Einfluss, dass sie hier sozusagen etwas kritisieren, was sie in Schwalbach vor Ort in der Kommunalpolitik selber machen. Das passt nicht wirklich zusammen, Frau Kollegin Faeser. Passt nicht wirklich zusammen. Passt aber zu einem Auftritt, den Sie hier als Sozialdemokraten immer wieder leisten. Das ist nämlich die Art und Weise, sozusagen die Frage, die wir daraus entwickeln, ist ja, hat die SPD eine Meinung? Und wenn ja, wie viele? Und dieses Problem, Frau Kollegin Faeser, kriegen Sie nicht zusammengebunden, hier sich hinzustellen und etwas zu kritisieren, was Sie vor Ort selber machen, was Ihre Bürgermeisterin lobt, als sehr erfolgreich dort Verantwortung tragen, hier zu kritisieren. Passt nicht wirklich zusammen, Frau Kollegin Faeser. Sie sollten das vielleicht einmal versuchen, zusammenzukriegen. Vielen Dank. Das versucht die Kollegin Faeser jetzt. Bitte sehr, das Wort. Herr Kollege Wagner, ich bin Ihrem Kollegen Herrn Frömmrich ausgesprochen dankbar, dass er das Schwalbacher Beispiel angesprochen hat. Herr Kollege Frömmrich hat ja eben gesagt, dass ich einen Teil gelobt habe. Natürlich ist es gut, dass sich die Landesregierung an manchen Stellen jetzt einmischt für das, was Kommunen schon selbst auf den Weg gebracht haben. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, wo es nicht gut war, und dazu gehört auch Schwalbach. Schwalbach, Herr Kollege Frömmrich, Sie haben es ja zu Recht gesagt, ich sitze dort im Stadtparlament. Deswegen weiß ich sehr genau, was dort los ist. In Schwalbach gibt es eine große Problematik mit Jugendlichen. Es gab eine große Problematik auf dem Marktplatz. Und die Stadtverordneten in Schwalbach fordern schon sehr lange deshalb, weil sich die Bürgerinnen und Bürger dort nicht mehr sicher fühlen, Videoüberwachung. Das wurde dieser Stadt aber nicht gewährt, unter anderem von dieser Landesregierung. Jetzt mit Kompass geht das plötzlich alles, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es für die Bürgermeisterin natürlich gut, dass sie jetzt Unterstützung der Landesregierung bekommt. Im Übrigen gilt das auch für Willingen, Herr Kollege Frömmrich, die auch schon lange Videoüberwachung wollten und demnächst in Kompass eintreten dürfen. Ich hoffe, das bleibt auch so, Herr Kollege Innenminister, dass nämlich dann ja, das ist nicht gelöst, Herr Kollege Frömmrich. Und da wäre ich auch sehr vorsichtig, zu sagen, dass man damit Probleme löst. Wenn man ein Sicherheitssiegel verweist und jetzt den Kommunen hilft, dort, wo es wirklich vonnöten ist, dann sind die Probleme vor Ort noch nicht gelöst. Dann sind sie angepackt und auf den Weg gebracht. Aber sie sind noch nicht gelöst. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, dass sie das angesprochen hat, weil in der Tat es so ist, dass manche Kommunen mehr Unterstützung brauchen als das, was bislang gut vonstatten gegangen ist. Und dann kann es an manchen Stellen helfen. Aber dass Sie einige Kommunen lange im Regen stehen gelassen haben, so wie auch meine Heimatstadt, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie das Beispiel angesprochen haben. Vielen Dank. Kollegin Faeser, das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch der lobenswerte Versuch des Kollegen Frömmrich, hier durch die Inszenierung eines kleinen Scharmützels noch einmal ein bisschen Stimmung in den langweiligen Setzpunkt der CDU zu bringen, rettet den letztlich nicht. Um was geht es denn? Das ist ein relativ einfacher Sachverhalt. Deswegen habe ich gewartet, was von all den anderen so kommt. Der Kollege Bellino wird jetzt auch wach. Was ist denn der eigentliche Sachverhalt? Am 6. Dezember 2017, also vor ungefähr 5 Monaten, startet Kompass mit einem Modellprojekt in 4 Gemeinden.
Modellprojekt. 5 Monate später kommt der Innenminister daher und sagt, jetzt, nach 5 Monaten, wissen wir schon, wir weiten das aus. 7 Polizeipräsidien in Hessen bekommen je 2 Kompassberater. Und es wird eine Geschäftsstelle Kompass mit 2 Stellen beim LKA gegründet. Das reicht der CDU, um hier einen Setzpunkt zu beantragen. Sie feiern sich dafür, dass sie 16 Stellen im hessischen Polizeidienst umverteilt haben, nicht einmal neu geschaffen, sondern umverteilt haben für andere Aufgaben. Ich will dazu sagen, die 30 Schutzmänner vor Ort, die haben wir schon im Haushalt abgebildet. Das ist nichts Neues. Was soll man dazu noch sagen? Also, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Das fiel mir nicht so sehr viel ein. Deswegen will ich es nur zusammenfassen. Grundsätzlich ist das Anliegen von Kompass zu begrüßen. Da haben wir, glaube ich, überhaupt keinen Dissens. Das ist eine vernünftige Geschichte. Eine bessere Zusammenarbeit von Kommunen und Polizei ist wichtig. Ich frage mich nur, ob das einen so euphorischen Koalitionsantrag rechtfertigt, wie er hier vorgelegt worden ist, zumal noch gar keine verlässlichen Erfahrungen vorliegen. Wie gesagt, das Modellprojekt läuft seit 5 Monaten, und die Instrumente, die man dort einsetzt, sind ja nun überwiegend alles andere, nur nicht neu. Ob das der Freiwillige Polizeidienst ist, den gibt es seit 2000, ob es der Schutzmann vor Ort ist, auch den gab es schon, ob es die Videoüberwachung ist mit 2/3-Förderung durch das Land, haben wir alles schon abgefrühstückt. Seniorenprävention, Sicherheitsberater für Senioren gibt es seit März 2016. Das Einzige, was neu ist, ist, Sie haben 16 Stellen umverteilt, um diese Kompassberater als Ansprechpartner in den Polizeipräsidien zu installieren. Was bleibt, sind offene Fragen. Zum Beispiel die, die sich mir aufdrängt, warum dauern so Modellprojekte nur 5 Monate? Reicht Ihnen das wirklich aus, um nachhaltige Entwicklungen im Sicherheitsbereich festzustellen und langfristig zu betrachten? Oder hat das vielleicht doch etwas, und den Eindruck habe ich auch gestern schon häufiger mal gehabt, mit dem nahenden Monat Oktober und dem dort stattfindenden Ereignis zu tun? Meine Frage. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist z.B. auch, ob es über den Kompassleitfaden hinaus eine Auswertung und Bewertung der einzelnen Modellprojekte auch hinsichtlich erster Entwicklungen der Straftaten gibt. Mich würde interessieren, wie die ursprünglich angekündigte wissenschaftliche Begleitung umgesetzt wird. Vielleicht sagt uns der Innenminister nachher etwas dazu. Gibt es dort eine Ausschreibung? Oder wie wird das gemacht? Ist das vielleicht auch wieder eine geheimhaltungsbedürftige Vergabe einer solchen Vergabe über Beauftragung für die Evaluation? Wer soll das letztlich machen? Erfahren wir das auch einmal. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen? Ah ja, es gibt noch den Antrag. Es gibt noch den Antrag, Herr Minister, dass Sie viel reden werden. Da bin ich sicher, ob Sie auch etwas zu sagen haben. Das wird die spannende Frage sein. Was wir noch haben, ist der Entschließungsantrag. Den kann man sich durchlesen. Fällt einem nicht viel zu ein, weil steht ja eigentlich auch nicht viel drin, außer dass es so weitergehen soll und dass die Koalition natürlich ganz toll ist und die Landesregierung ganz toll ist. Meine Damen und Herren, dafür kriegen Sie unsere Stimme natürlich nicht. Was ist mein Fazit? Ich habe 10 Minuten Redezeit, davon sind noch über 5 Minuten übrig. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Diese Redezeit, Herr Kollege Klee, und da nehme ich Ihre Appelle durchaus ernst, die wird nicht benötigt. Deswegen will ich auch ein bisschen davon einsparen. Warum wird sie nicht benötigt? Weil es an der Substanz Ihres Antrags fehlt. Sie haben nichts mehr anzubieten. Insbesondere war offensichtlich die Themenfindung für Ihren Setzpunkt ein Riesenproblem. Also nehmen Sie solchen Kleinkram und machen das zum Setzpunkt einer Plenarsitzung. Das ist blamabel, aber zu erklären, wenn man genau hinschaut. Denn was Sie wollen, ist, dass Sie von anderen Themen ablenken. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Wenn ich z. B. das Thema, das wir im Innenausschuss erörtert haben, der fragwürdigen Auftragsvergabe an Palantir sehe, das wird uns weiter beschäftigen. Oder wenn ich ein anderes Thema nehme, das Versagen des Innenministeriums und dieser Landesregierung bei der Durchführung von Abschiebungen, von Rückführungen, dazu morgen mehr. Das wollen wir nicht jetzt machen. Jetzt spare ich hier 4 Minuten und 30 Sekunden Redezeit ein. Die können wir an anderer Stelle besser verwenden. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Einige Debattenbeiträge haben hier schonungslos offenbart, dass Sie ganz offensichtlich von Polizeiarbeit in Hessen wirklich keine Ahnung haben, meine Damen und Herren. Der letzte Beitrag gehörte mit dazu. Aber ich will vielleicht damit beginnen. Ich will vielleicht damit beginnen, meine Damen und Herren, dass ich den Grund für überhaupt den Gedanken und die Idee hier noch einmal ein bisschen beleuchte. Es ist doch eigentlich zum Verrücktwerden, meine Damen und Herren. Die objektiven Zahlen bei dem Thema innere Sicherheit werden immer besser. Immer besser. Jahr für Jahr werden die objektiven Zahlen besser. Deutschland gehört zu den sichersten Ländern in Europa und in der Welt. Hessen gehört zu den sichersten Ländern in Deutschland, meine Damen und Herren. Die objektive Sicherheit ist gegeben. Und trotzdem gibt es bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit. Und dem, meine Damen und Herren, müssen wir begegnen. Das ist unsere Aufgabe, und das machen wir unter anderem mit diesem Konzept, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen ganz kurz diese Frage subjektives Sicherheitsgefühl noch einmal vor Augen führen, meine Damen und Herren. Es muss uns, finde ich, als Politiker beeindrucken, wenn Menschen erklären, dass sie sich zu irgendwelchen Tageszeiten an irgendwelchen Stellen nicht heraustrauen. Meine Damen und Herren, dann ist die Freiheit der Menschen in unserem Lande eingeschränkt. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Und das tun wir seitens der Hessischen Landesregierung und dieser Koalition, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Schaus, es ist eben nicht so, dass man einfach nur Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mehr Geld gibt. Damit habe ich noch nicht mehr Sicherheit. Sie haben recht, wenn ich ein Siegel vergebe, dann habe ich auch noch nicht mehr Sicherheit. Aber wenn das Siegel am Ende eines Prozesses steht, bei dem sich Kommunen um Sicherheit gekümmert haben, dann habe ich einen Mehrwert an Sicherheit, meine Damen und Herren. Und das kriegen wir mit diesem Konzept hier, was wir Ihnen heute hier vorgelegt haben, hin, meine Damen und Herren. Wissen Sie, Sie haben gefragt, was ist neu? Struktur. Struktur ist neu. Verbindlichkeit ist neu. Es geht nicht, Herr Kollege Greilich, um ein paar Stellen. Meine Güte, wie kleinkariert kann man denn sein? Es geht um Struktur. Es geht um Inhalt. Es geht um Konzeption. Es geht um Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden und den Kommunen. Damit erreiche ich mehr Sicherheit, nicht mit solchen Reden, die ich hier gehört habe, meine Damen und Herren. Ich hätte mich nicht getraut, meine Damen und Herren, ein solches Programm vorzuschlagen, weil das war ja vorher klar sozusagen. Auch die Debatte hier im Hessischen Landtag war ja antizipierbar. Meine Damen und Herren, ich kann das ja nur vorschlagen, weil wir schon gut sind. Wir müssen aber noch besser, und wir wollen noch besser werden. Wir sind schon gut, meine Damen und Herren. Wir haben eine Aufklärungsquote in diesem Lande von 62,8%. 5 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, 10% über dem Bundesdurchschnitt, meine Damen und Herren. Wir sind bereits in Hessen gut. Die hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind erfolgreich. Wir sind auf dem 3. Platz, was die Kriminalitätsbelastung angeht, hinter Bayern und Baden-Württemberg. Da hätten, meine Damen und Herren, in vergangenen Zeiten andere hätten hier wirklich große Feiern veranstaltet, wenn Sie das gehabt hätten. 1999, Kollegin Faeser, als wir von Ihnen übernommen hatten, hatten wir eine Aufklärungsquote von 47,5%. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, das waren die, die schlechter waren, meine Damen und Herren. Heute sind wir Dritter. Wir sind gut, wir sind erfolgreich, aber wir wollen noch besser werden. Das ist unser Anspruch, meine Damen und Herren. Jetzt gehört so ein bisschen mit dazu, klar, in einer solchen Debatte, dass man schaut, ich hätte jetzt gerne sozusagen einen Vorgänger gelobt. Also ich habe gesagt, Mensch, verdammt, wer hat denn den wachsamen Nachbarn erfunden? Weil das ist ja ein Erfolgsprojekt der hessischen Polizei. Das ist ja völlig zweifellos so. Aber das war jetzt leider die Innenministerkonferenz irgendwann in den 90er Jahren. Gut, ja, ich hätte gerne den Kollegen Günther oder den Kollegen Bökel, der damals, ich hätte ihn gerne gelobt. Und dann bin ich eben stutzig geworden und habe gedacht, das ist eine schöne Idee. Den Schutzmann vor Ort, den können wir sozusagen den Sozialdemokraten jetzt mal rüberschieben als erfolgreiches Präventionsprojekt. Aber da muss ich Ihnen leider sagen, das war 1989. Da hatten Sie auch sozusagen hier nicht die Verantwortung. Und insofern
muss es dabei bleiben. Die guten Ideen haben jetzt in dieser Wahlperiode CDU und GRÜNE. Und die guten Ideen werden sich am Ende für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auszahlen. Das ist unser Auftrag, und deswegen arbeiten wir auch daran, meine Damen und Herren. Ich hätte mich nicht getraut, ein solches Programm vorzuschlagen, wenn wir nicht ohnehin unsere Hausaufgaben schon gemacht hätten. Wir haben ja jetzt, und da gebe ich Ihnen ja recht, Frau Kollegin Faeser, wir haben ja erst im Jahr 2015 den ersten Haushalt gehabt, in dem wir Polizeistellen aufbauen konnten. Das heißt, wir erreichen diese Erfolge im Moment mit dem Bestand an Personal, was wir haben, durch gute Konzepte, durch eine ordentliche Ausstattung, durch Innovation. Das ist hier alles klar. Und jetzt kommen noch zusätzliche Stellen hinzu. Wir werden die hessische Polizei am Ende dieser Wahlperiode um 11 % ausgebaut haben. Wir werden in dieser Wahlperiode alle Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass die Polizeistellen um 11 % ausgeweitet werden, über 1.500 Stellen. In einer solchen Situation kann ich herkommen, hier in den Hessischen Landtag und sagen, jetzt lasst uns einmal überlegen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Welche Partner brauchen wir noch, um Sicherheit im Lande noch weiter zu verbessern? Und da sind die Kommunen, auch weil sie den Auftrag dazu haben, die ersten Ansprechpartner, die wir hier ansprechen wollen, meine Damen und Herren. Und dass der Erfolg der Polizei nicht alleine von ihr selbst abhängt, das haben wir doch gerade gesehen. Frankfurter Hauptbahnhof, B-Ebene, das ist alles das, was drumherum ist. Ich will da gar nicht auf diese Frage sozusagen weiter eingehen. Aber es war natürlich wichtig, dass wir dort eben seitens der hessischen Polizei mit in der Größenordnung von wahrscheinlich mittlerweile 400.000 Einsatzstunden dafür gesorgt haben, dass dort polizeilich alles gemacht wurde. Aber dieses Umfeld haben wir nicht alleine in der Hand. Wir brauchen dafür Partner, um Sicherheit dort herzustellen. Und wir brauchen die Stadt dafür. Und wenn ich sage, wir brauchen die Stadt Frankfurt dafür, dann reicht es auch nicht nur einfach so die Stadt. Wir brauchen das Ordnungsamt, wir brauchen das Gesundheitsamt, wir brauchen am Ende die Stadtreinigung dafür. Wir brauchen die Deutsche Bahn, wir brauchen die Bundespolizei. Da kann man sehr schnell sehen, dass der Erfolg der Polizei eben nicht alleine von ihr selbst abhängt. Und das war der Grund, warum wir zu der Überlegung gekommen sind, wie können wir über die Vernetzung, über neue Partner für mehr Sicherheit in unserem Lande sorgen. Und das gelingt uns in Zusammenarbeit mit den Kommunen. Und natürlich muss ich dafür bei den Kommunen ein neues Bewusstsein erreichen. Natürlich muss ich auch ein Interesse bei den Kommunen erreichen. Dafür gibt es am Ende dieses Sicherheitssiegel. Ich möchte ja, dass die Kommunen auch etwas sozusagen erkennbar und sichtbar davon haben, dafür, dass sie sich an diesem Prozess beteiligen und mitmachen. Es gibt gute Beispiele, völlig unbestritten. Wir haben massenhaft gute Beispiele von Sicherheitskooperationen zwischen Städten und Gemeinden und zwischen der Landespolizei. Aber wir brauchen eine Struktur, und die schaffen wir jetzt, meine Damen und Herren, in diesem Programm Kompass. Und es ist eben nicht so, dass wir von der Landespolizei zu den Kommunen gehen und sagen, wir machen das jetzt so, sondern umgekehrt. Wir wollen das Interesse wecken bei den Kommunen selbst, die zu uns kommen und sagen, lasst uns gemeinsam etwas für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde, in unserer Stadt erreichen. Ich weiß gar nicht, was man an einem solchen Programm überhaupt kritisieren kann. Es ist einfach nur gut, weil es sich auch aufdrängt, weil es vernünftig ist und weil es am Ende für mehr Sicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgt. Was haben die Kommunen gemacht? Die haben Sicherheitskonferenzen. Ja, es gibt Präventionsräte bei uns, aber die Präventionsräte die arbeiten nicht überall gleich gut. Es gibt aber jetzt Sicherheitskonferenzen, in denen es eine vernünftige Analyse der Situation vor Ort gegeben hat, in der sich eben alle Beteiligten miteinander darüber auseinandergesetzt haben, wo sind denn die Probleme? Und da sind ganz unterschiedliche Lösungen schon alleine in den vier Kommunen herausgekommen. Alleine in den vier Kommunen haben wir ganz unterschiedliche Ansätze gelernt, die nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der Situation sich dann gezeigt haben. In Hanau zum Beispiel ist es natürlich, weil es eine größere Stadt ist, natürlich eine andere Situation, als wir das in Schwalbach haben oder als wir das am Ende in Maintal hatten. Aber die Stadt Hanau hat eben eine Stadtwache im Rathaus gegründet. Sie hat sich mit Videoschutzanlage auseinandergesetzt. Sie hat eine Schutzfrau vor Ort. Sie hat einen eigenen Beitrag geleistet, den sie einen neuen Stadtpolizisten machen. Wir werden gemeinsam mit der Justiz ein Haus des Jugendrechts machen, das
kommt jetzt zusammen. Da greifen die Initiativen entsprechend zusammen. In Maintal ist ein Präventionsbeauftragter ins Leben gerufen worden. Die Frau Bürgermeisterin Böttcher hat sehr eindrucksvoll geschildert, dass eben ihr durch eine Befragung, die wir wissenschaftlich begleitet, Herr Kollege Greilich von der Universität Gießen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Frau Professorin Battenberg ist diejenige, die das macht, die haben bei einer Befragung festgestellt, dass es eben in einem Bereich des S-Bahnhofes eben eine Situation gibt, wo die Leute sich nicht wohlfühlen. Und das kann man eben leicht und durch leichte und einfache Maßnahmen von Beleuchtung bis hin zu der Frage der Bepflanzung eben lösen. Auf solche Ideen können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte alleine nicht kommen. Aber wenn alle Partner in der Kommune zusammenarbeiten, dann kommt man auf eine solche Idee. Und was ist der Effekt, meine Damen und Herren? Der Effekt ist, dass es mehr Sicherheit, auch im subjektiven Sicherheitsgefühl für die Bürgerinnen und Bürger gibt. Meine Damen und Herren, Schwalbach ist ja hier angesprochen worden. Ich schaue auf die Zeit. Ich weiß gar nicht, darf ich die Zeit vom Kollegen Greilich mitverbrauchen? Herr Minister, Sie dürfen alles, aber ich wollte Sie trotzdem mal auf die Zeit hinweisen. Es wird ja Mittag langsam. Zu hören. Ich mag gar nicht mehr aufhören, weil wir in diesen vier Projektkommunen so viele gute Erfahrungen gemacht haben und so viele neue Ideen auf den Tisch gekommen sind, dass wir gesagt haben, das müssen wir im Grunde genommen ausweiten. Es kommt hinzu, dass im Gegensatz zu den Oppositionsfraktionen hier im Hessischen Landtag die Kommunen, die es angeht, bereits Schlange stehen, um mitmachen zu dürfen, um sich am Ende um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, meine Damen und Herren. Ein schöneres Kompliment kann man doch für ein Programm gar nicht bekommen. Nein, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es ist am Ende, nachdem wir bei der objektiven Sicherheit herausragend gute Leistungen erbracht haben, jetzt der Punkt, dass wir sagen, wir müssen zusehen, um auch im Bereich des subjektiven Sicherheitsgefühls noch mehr zu erreichen. Wir brauchen Partner dafür, die suchen wir erfolgreich bei den Kommunen, weil sie sich nämlich gerne darauf einlassen, mit uns dieses Kompassprojekt zu machen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Debatte und überweisen den Antrag in den Innenausschuss. Ja, machen wir so. Gut. Bevor wir zum nächsten Punkt der Tagesordnung kommen, darf ich für das Protokoll noch festhalten, die Frau Kollegin Hofmeier ist entschuldigt heute. Nur, dass wir es im Protokoll festhalten, das glaube ich heute Morgen nicht gemacht worden.